Hallo, seid ganz herzlich gegrüßt, meine wundervollen Seelen. Ich grüße alle meine Zuseher, meine Treuen und die Neuen, die jetzt vielleicht das erste Mal mit reinschauen. Fühlt euch auf meinem Kanal einfach wohl. Ich bin sehr breit gefächert aufgestellt und deswegen lege ich euch ans Herz, schaut euch in den Playlists um, da gibt es verschiedene Ordner. Da werdet ihr vielleicht auch zu anderen Themen fündig, was euch gefällt, was ihr gerade brauchen könnt, was euch eine Unterstützung ist. Und dass ich mich immer mal wieder verhaspel und verspreche, das gehört einfach mit dazu. Es geht heute um das Thema Wunder geschehen. Ich hab's gesehen. Ich war dabei. Und davon möchte ich euch heute berichten. Es geht um die Selbstheilungskräfte, die jeder von uns in sich trägt und die ihr im vollen Ausmaß aktivieren könnt und anschieben könnt in eine unendliche Kraft und Stärke. Und ich möchte euch jetzt von dementsprechenden Beispielen erzählen, die ich selbst in meinem Leben erlebt habe und die ich mitbekommen, miterleben und mitbegleiten durfte. Denn das sind einfach auch für mich als Physiotherapeutin, Osteopathin, Heilerin, Schamanin, wie auch immer, immer mega Highlights, die mich dann wirklich immer jedes Mal jubilieren lassen. Da hüpfe ich dann rum, da tanze ich, da geht es wirklich immer, ja, ja, wie geil ist das denn? Ja, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Weil da muss dann einfach auch diese unglaubliche Freude für den Patienten muss raus aus mir. Es ist zu geil. Also, ich hatte eine Patientin, die litt seit ihrem 7. Lebensjahr unter massiven Gelenkrheuma. Also da hat sie die Diagnose bekommen. Letztendlich hat man dann schon auch nachvollzogen, dass es im Krabbelalter schon losgegangen sein muss, auch wenn sie da noch nicht vor Schmerzen weinte oder andere Anzeichen zeigte als Kleinkind. Aber man konnte Revue passieren lassen, auch mit Hilfe der Eltern, dass sie also als kleines Mädchen schon beim Krabbeln die Ellenbogen nie ganz durchstreckte und auch Probleme hatte, wirklich die Knie im 90-Grad-Winkel zu haben oder zu halten während des Krabbelns auf dem Boden. Also es war dann über die Jahre so schlimm, dass sie Schübe hatte, wo sie nicht mal mehr ihre Haare kämmen konnte, wo sie Mühe hatte, mit dem Besteck noch zum Mund zu gelangen, weil dann in den akuten Rheumaschmerzsituationen auch die Gelenke einfach diese Bewegungen nicht mehr zuließen. Es war also für sie ein harter Weg, der letztendlich auch dazu geführt hat, dass sie ihren Beruf aufgeben musste. Es betraf nicht nur die Ellenbogen, sondern eben auch die Handgelenke, die Fingergelenke, also auch ein Faustschluss war dann nicht mehr richtig möglich. Kraft hatte sie dann da sowieso keine mehr, so gut wie keine mehr. Es war ein Unding, eine Wasserflasche zu öffnen. Das war einfach nicht zu bewältigen für sie. Sie bekam stellenweise nicht mal mehr einen Hosenknopf zu. Da könnt ihr euch vorstellen, durch was für ein Martyrium diese junge Frau gegangen ist. Sie ist dann in meiner Behandlung gelandet, auf der physiotherapeutischen Ebene als angestellte Physiotherapeutin, wo ich ja Teilzeit noch tätig bin. Sie hatte natürlich auch immer wieder Schwellungen in den Gelenken, immer wieder auch mal Lympheinstauungen in den Unterschenkel, in den Beinen. Und dann sind wir das angegangen. Ich komme dann immer recht zügig zur Sache. Ich will immer keine Zeit verplempern und bin ein Freund von klarer Worte und habe dementsprechend ein sehr offenes, sehr direktes Gespräch mit ihr gesucht, damit wir ihre Behandlungszeit wirklich optimal nutzen können. Ich musste ihr
Höllenschmerzen zufügen mit extremsten Hardcore-Dehnungen. Ich habe das wohl immer versucht, vom Bewegungsablauf her so zart wie möglich, aber ich muss in diese Dehnungen rein. Die Muskeln und Sehnen müssen erstmal wieder begreifen können und dürfen und lernen, was ihr eigentlicher, natürlicher, anatomischer, langer Weg ist, wie lang sie sein können, was richtig ist von der Länge her. Und da muss man bei verkürzter Muskulatur einfach Gas geben. Dann hat das Ganze natürlich unglaublich viele Gespräche beinhaltet und ihr ist vieles bewusst geworden, gerade zum Thema Selbstwert, wo sie sich noch immer selber klein gehalten hat, wo sie sich zu wenig zugetraut hat. Aufgrund der Summe der Erfahrungen wurde das natürlich immer schlimmer, denn sie hat ja über den Körper leider Gottes immer wieder erlebt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann dieses nicht mehr, ich kann jenes nicht mehr, ich kann nicht mehr arbeiten, ich leiste keinen Dienst für die Gesellschaft. Also es gab Selbstwertprobleme, Selbstvertrauen war weg. Auch das haben wir alles erörtert. Also es war eine Mischung aus Physiotherapie. Osteopathisch habe ich über das Viszerale und die Kraniosakrale mit ihr gearbeitet. Wir haben eine schamanische Reise gemacht und es waren ziemlich viele Coaching-Gespräche. Aber was soll ich euch sagen, meine Lieben? Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. So zu diesem Zeitpunkt war sie Anfang 30. Jetzt sind mittlerweile, lasst mich lügen, 2 Jahre vergangen und es geht ihr besser denn je. Sie kann ihre Ellenbogen bis auf vielleicht 2-3 Grad komplett durchstrecken. Sie kann ihre Handgelenke abknicken. Sie hat wieder Kraft in den Fingern, in den Händen. Sie kommt im Alltag soweit wieder vollständig, selbstständig, in ihrer eigenen Macht, selbst ermächtigt, soweit rund. Wenn etwas zu viel Kraft erfordert, also wenn eine Wasserflasche zum Beispiel zu fest verschlossen ist oder ein Essiggurkenglas, dann benötigt sie schon mal noch die Hilfe ihres Lebensgefährten. Aber ansonsten geht es ihr gut. Haare föhnen, kein Problem. Besteck zum Mund, kein Problem. Und dank Lympheinstauungen, die sie nochmal hatte und ich dann ja weggezogen war, haben wir dann nochmal ganz intensiv an dem Thema Selbstheilung auch gearbeitet. Und auch das kriegt sie mittlerweile selber hin mit ihren Lymphstauungen. Natürlich war das ein längerer Weg und die Ziele der Gespräche war immer wieder ihr klarzulegen, dass sie purste, reinste, göttliche Liebes- und Harmonieseele ist, die gesund ist. Und auf dieser Ebene, dass ihre Seele vollständig gesund ist und mit unendlicher Kraft gesegnet, war es ihr eben auch dann irgendwann eine innere Erkenntnis. Also irgendwann konnte sie das auch für sich innerlich vollständig annehmen und akzeptieren und in sich so verankern, dass sie absolut keine Zweifel mehr daran hat. Und ich habe sie natürlich auch in allen Gesprächen immer wieder mit den Selbstheilungskräften motiviert, angeschoben, unterstützt, daran erinnert und vorangebracht hat sie sich letztendlich selbst. Sie hat mir, ich weiß nicht wie oft, gedankt. Oft genug auch mit Tränen in den Augen. Sie hat mir einen wunderschönen Blumenstock geschenkt mit einem gebundenen Band aus Wolle und einem Holzherz, auf dem eingraviert ist, dass sie mir dafür dankt,
dass ich ihr geholfen habe, groß zu wachsen. Da kriege ich noch immer Gänsehaut. Und ich habe ihr immer wieder gesagt, das ist nicht wirklich mein alleiniger Verdienst. Es ist in allererster Linie hauptsächlich ihr Verdienst. Denn nur, weil sie dafür offen war, weil sie dafür bereit war, weil sie in ihrem Kopf alle Grenzen gesprengt hat, alles bisherige Denken, alle alten Gedankenmuster bereit war, über Bord zu werfen und sich dafür zu öffnen, das Unmögliche für möglich zu halten, dass sie ihr Rheuma so weit in den Griff kriegen kann, dass ein Schulmediziner sagen würde, sie ist geheilt. Nur weil sie das zugelassen hat, nur weil sie es geschafft hat, Ja zu sagen und sich darauf einzulassen und sich absolut dafür zu öffnen und einfach mal mir auch blindlings zu vertrauen und immer umzusetzen, was ich ihr als Hausaufgabe aufgegeben habe. Das hat den Erfolg gebracht. Denn das hat wirklich ihre vollständigen Selbstheilungskräfte nicht nur aktiviert und verstärkt, sondern wirklich ins volle Ausmaß zum Erblühen gebracht und zum Tragen gebracht. Also ich konnte ja über die Monate die Fortschritte miterleben. Es war eine geile Sache. Wir haben auch ein bisschen energetisch noch gearbeitet. Es durfte auch ein Channeling kommen. Wir haben auch mal mit den Karten gearbeitet. Also dieses Gesamtpaket war einfach wunderbar. Und was sie da bewältigt hat, das ist grandios. Das ist absolut grandios. Sie hat seitdem gar keinen Rheumaschub mehr gehabt. Und in dieser ganzen Zeit jetzt noch 2-mal Lymphstauungen. Und das war's. Thema durch. Ist das nicht der absolute Hammer? Und sie ist jetzt auch weit, dass sie sich in ihre berufliche Selbstständigkeit gewagt hat. Also sie hat die ersten Schritte schon gemacht mit einem guten Starterfolg, würde ich sagen. So sehe ich das. Und es ist ihre Berufung. Es ist nicht irgendein Beruf oder Job, nicht irgendeine Arbeit. Es ist ihre Berufung, mit der sie jetzt auch wiederum in die Selbstermächtigung, in die Selbstständigkeit gegangen ist. Also eine Erfolgsstory par excellence. Und ich freue mich wie ein Schnitzelkönig, weil sie hat einen absolut lieben, tollen Partner gefunden, der sie eben auch noch mit den harten Konsequenzen der Krankheit kennengelernt hat und lieben gelernt hat und der ihr immer treu zur Seite stand und steht und sie auch wirklich da immer aufgefangen hatte, sie motiviert hatte, für sie da war, so wie sie das gebraucht hat. Also ein Traum von einem Partner, wirklich ein Seelenpartner. Und jetzt im Juli heiraten die beiden dann, oh, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, sie krönen ihre Liebe mit einer Hochzeit, mit einer Liebeshochzeit. Und ich bin in Gedanken ganz oft bei den beiden. Es ist ganz schön. Sie haben mich tatsächlich auch hier in Bayern schon besucht. Das ist aus der Zeit, wo ich in Niedersachsen in der Nähe von Hannover beim Steinhuder Meer gelebt habe. Und ich bin mir sicher, wir werden den Kontakt nicht verlieren, denn da ist auch einfach eine tatsächliche Herzensfreundschaft auf Seelenebene entstanden und gewachsen. Also, zwei ganz tolle Menschen. So, Geschichte Nummer 1. Geschichte Nummer 2. Ich hatte eine Patientin, jetzt muss ich überlegen, 2016 bis 2019. Frisch operiert,
mit einer Lungentransplantation. Ist sie also bei uns in der Praxis aufgeschlagen. Sie hat natürlich aufgrund dieser besonderen Situation 3-mal die Woche Behandlungen bekommen und die haben abwechselnd stattgefunden bei mir und meiner damaligen Chefin, Kollegin, Freundin. Und wir waren uns da beide einig und dann haben wir dementsprechend auch mit ihr Gespräche geführt. Unendlich viele Gespräche bei jeder Behandlung. Ende vom Lied war auch da, nicht nur, dass wir zusehen konnten, wie es ihr insgesamt körperlich und seelisch besser ging, denn so eine Operation ist natürlich schon ein irrsinniger, wahnsinniger, großer Eingriff für das gesamte System Mensch. Nicht nur für den Körper, das geht auch in die Emotionen, das geht auch in die Psyche und das berührt auch die Seele und zwar zutiefst. Ja, auch hier habe ich wieder in einer Mischung gewirkt, wirken dürfen, physiotherapeutisch, kraniosakrale, Energiearbeit und ja, irgendwann war sie so weit, dass sie den Mut gefunden hatte, in eigener Verantwortung, im Bewusstsein ihrer eigenen inneren Kraft, Macht und Stärke als Seele und angekommen in einer sehr schönen Selbstermächtigung und Selbstständigkeit, dass sie Medikamente reduziert. Jetzt ist es so, bei Lungentransplantierten, das ist ein Frühstück. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Waren es 12 bis 17 Tabletten, die sie jeden Tag nehmen musste. Und letztendlich war nur eine einzige dafür da, die Abstoßungsreaktion des Körpers zu verhindern. Und dann hat sie sich gut motiviert durch uns und sich ihrer Selbstheilungskräfte eben auch wieder bewusst geworden seiend daran gewagt und hat nach und nach die Medikamente in Eigenregie ausgeschlichen. Natürlich kann man sowas keinem Arzt erzählen, weil die halten einen total für verrückt und bescheuert. Sie war sich über das Risiko bewusst. Und was soll ich sagen? Ende vom Lied. Sie hat zum Schluss nur noch diese eine einzige Tablette genommen, die für die Abstoßungsreaktion ist, also dass der Körper das nicht vollzieht, die das unterbindet. Meine Lieben, keine Lymphstauungen, keine Atemprobleme, nichts mehr. Alle Schmerzsymptome, Syndrome, Müdigkeit, Schlappheit, Schlafstörungen, alles weg. Kurzatmigkeit, wenig Leistungsfähigkeit körperlich, alles weg. Es hat dann allerdings interessanterweise ein Dreivierteljahr gebraucht, bis sie selber so weit war, dass sie dem Arzt, dem Prof, reinen Wein einschenkt beim nächsten Kontrolltermin. Der ist wohl erstmal total ausgeflippt, hat sie angeschrien. Und dann hat sie nur gesagt, weil solche Transplantationen, da ist man schon ein Stück weit länger im Krankenhaus. Es waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 8 Menschen, die mit ihr sehr zeitnah gleichzeitig operiert worden sind. Da entstehen natürlich auch gute Kontakte untereinander, die sich halten. Und dementsprechend sind auch die Kontrolltermine in der Regel immer gleichzeitig, sodass die sich wiedersehen. Und dann sagte sie dem Prof nur: Was haben Sie gerade selber zu mir gesagt? Ich bin diejenige, der es am besten geht von allen. Die anderen Patienten haben alle Probleme mit der Cortisoneinnahme, mit Lymphschwellungen, mit Müdigkeit, mit Schlafstörungen, mit Schlappheit, Kraftlosigkeit, ermattet sein, Kurzatmigkeit
und eventuell sogar Schmerzen. Und ich habe nichts von alledem. Nichts. Was wollen Sie eigentlich von mir, Herr Professor? Das ist natürlich mega geil. Und dann hatte sie halt auch nochmal wiederholt. Das geht schon seit einem Dreivierteljahr gut. Haben Sie mir nicht ganz genau zugehört? Ich nehme die Tabletten schon seit 9 Monaten nicht mehr. Und Sie haben gerade selber noch gesagt, ich bin ein Phänomen, dass es mir so blendend geht, dass das sogar tatsächlich untypisch ist, wie gut es mir geht für lungentransplantierte Menschen. Ja, meine Lieben, also ein sehr eindrückliches Beispiel. Noch eindrücklicher geht es, glaube ich, kaum. Ich möchte hier aber ausdrücklich darauf hinweisen, ich rate hier mit niemandem, die Tabletten abzusetzen, dass ihr das jetzt nicht in den falschen Hals bekommt. Wenn, dann ist es immer eure eigene Entscheidung, eure eigene Verantwortung. Ihr müsst euch bewusst sein darüber, welches Risiko es in sich trägt oder tragen kann. Und ich würde euch das auch wirklich, wenn überhaupt, nur raten, wenn ihr euch völlig hundertprozentig sicher seid in euren Selbstheilungskräften, in eurer Seelenkraft, in eurer wundervollen, heiligen, göttlichen Energie, dass ihr das schaffen könnt. Und auch wenn euer intuitives Gefühl euch das mit einem ganz eindeutigen Ja bestätigt und euch quasi den Freibrief gibt. Sobald auch nur eine einzige Zelle in eurem Körper über die Intuition einen Hauch eines Zweifels an Gefühl aufkommen lässt, lasst die Finger davon. Denn ein unerschütterlicher Glaube, eine zutiefste innere Erkenntnis darüber, wer ihr wirklich, wirklich in eurer Essenz seid, ist unabdingbar für solche grandiosen Wunder-Selbstheilungsgeschichten. Ja, dann hatte ich einen Patienten, Schlaganfall, Krankenhaus, Reha, nach Hause und niemand hat seiner Frau erzählt, dass ihm ganz problemlos dauerhaft Physiotherapie zusteht. Auf jeden Fall 2x die Woche und das auch in doppelten Behandlungseinheiten. Also irgendwann war dann die Frau so weit in der Versorgung und Pflege ihres Mannes, dass ihr klar wurde, sie kann das nicht länger alleine auf Dauer stemmen und hat einen Pflegedienst mit dazu geholt. Und da war zum Glück eine Pflegerin dabei, die ihr das erzählt hat. Die hat dann gesagt, ja, wie läuft es denn mit der Physiotherapie? Und dann hat sich das alles aufgeklärt. Also bekam der gute Mann endlich ein Rezept. Jetzt komme ich dahin und er lag seit einem Dreivierteljahr im Bett. Niemand hat mit ihm geübt, niemand hat mit ihm trainiert, niemand hat diesen Körper irgendwie bei Kraft gehalten. Und ihr könnt euch das vorstellen, wenn jemand nur sitzt oder nur liegt, dann bauen die Muskeln komplett ab, komplett. Und alles, was da ist an gelähmten Körperteilen, versumpft natürlich auch immer mehr in dieser Lähmung. Also, er konnte sich nicht mal alleine aufsetzen im Bett und er konnte auch nicht alleine sitzen bleiben, so instabil war er, so schwach war er. Dieses Training war auch hardcore. Aber wir haben es hingekriegt. Es war sogar Treppentraining zum Gehen mit dabei. Und wir konnten dann zum Schluss, also das wurde dann nicht über den Patienten oder irgendwas anderes beendet. Das ist bei mir übrigens in der Regel nie so, sondern es ergibt sich dann immer, dass ich irgendwie wieder umziehe. Ich bin ja irgendwie ein Wandervogel bisher in meinem Leben. Wir konnten es erarbeiten, dass er tatsächlich auch
nur leicht untergehakt, so unter den Ellenbogen, wie ein verliebtes altes Paar eben, konnte er durch sein Haus gehen, in den Garten, eine schöne große Runde im Garten gehen und dann nach einer Pause auch noch eine zweite Runde dranhängen. Und diese kurze Pause war tatsächlich auch immer nur so 2 Minuten, 3 Minuten. Und dann konnten wir diese zweite Runde in Angriff nehmen. Und aus, ich kann nicht mal selber mich aufsetzen oder sitzen bleiben, zu 140 Meter gehen oder auch ein Stockwerk Treppe hoch und direkt wieder runterlaufen, ist das natürlich ein toller Erfolg. Selbstverständlich konnte er selber sich wieder aus der liegenden Position in den Sitz bringen. Er konnte alleine aus dem Bett wieder aufstehen. Er konnte auch am Tisch sitzend alleine wieder aufstehen. Also auch das ein wunderschöner Erfolg. Und auch das geht immer nur mit den genannten Parametern, die ich vorhin schon aufgezählt habe, über ganz viele Gespräche, dem Patienten klar machen, wer bist du wirklich und was steckt da in dir, und lerne deine Potenziale sehen, glaube an dich, unerschütterlich, glaube an dich, glaube an die Fähigkeiten deines Körpers, glaube an die unendliche Kraft und Stärke, die du in dir hast und jederzeit tatsächlich so aktivieren kannst, wenn du es für möglich hältst. Also öffne dich, öffne dich, öffne dich. Halte alles für möglich. Schalte Zweifel ab oder werf sie aus deinem Leben, aus deinem Kopf am besten komplett raus. Ja, ich selber hatte schon mal Symptome, wo ich dachte, für die Menopause wäre es vielleicht ein bisschen arg früh. Und Schilddrüse wäre nicht wirklich schick. Gut, also ab zum Hausarzt. Der kannte mich ja nun schon ein bisschen. Was kann ich denn dieses Mal für Sie tun, Frau Michel? Ja, wir checken mal die Schilddrüse. Hä? Ja, machen wir einfach bitte. Okay. Also sucht er, findet einen kleinen Knoten auf der rechten Seite. Ja, und jetzt, Frau Michel? Ja, wie immer. Ich komme in einem halben Jahr wieder und dann kontrollieren wir das Ding. Und dann wird's weg sein. Er wieder nur den Kopf geschüttelt. Andi nach Hause. Was habe ich gemacht? Ich persönlich. Für das Aktivieren der Selbstheilungskräfte und wie man damit arbeitet, da muss bitte auch jeder seinen Weg finden. Der kann nämlich auch individuell ganz verschieden sein. So sind auch meine Behandlungen. Kein Gespräch gleicht einem zweiten. Keine Behandlung gleicht einer zweiten. Ich stelle mich wirklich völlig individuell auf den jeweiligen Patienten ein. Und da geht es nur um ihn, aber auch um sein gesamtes System. Körper, Geist, Seele, Energiesystem, die Verbindung nach oben zur höheren Seele, zum Spirit, zum großen Geist, zum göttlichen Universum, zur universellen Quelle, zu allem eben. Wo ist denn eigentlich mein Hund abgeblieben? Zwockel! Ich habe mit dem Bild einer anatomisch perfekten, gesunden Schilddrüse, da kommt er, Schilddrüse gearbeitet. Ich habe mir immer wieder, ich weiß nicht, 20 Mal am Tag, 30 Mal am Tag, 50 Mal am Tag, das war sicherlich auch jeden Tag verschieden, weil ich einfach da auch immer drauf vertraue, dass ich schon oft genug dran denke, mir dieses Bild vor Augen geholt, habe mir vorgestellt, dass das meine Schilddrüse ist. Also ich habe quasi erst drauf geschaut auf diese Schilddrüse. Dann habe ich gesehen, wie diese Schilddrüse in meinem Hals sitzt. Und dann habe ich dazu Sätze affirmiert, wie eben meine Schilddrüse ist vollständig heil, ganz und gesund und leistet hervorragende Arbeit. Sie wirkt
exakt so, wie sie wirken soll und darf. Und sie ist genährt mit allen Nährstoffen, die sie braucht, und der göttlichen Liebe. So in der Art. Also das war tatsächlich so einer meiner Hauptsätze. Aber auch da gehe ich persönlich sehr spielerisch um. Das darf ruhig mal variieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Bereits nach einem Monat haben die Symptome nachgelassen. Nach 2 Monaten waren sie ganz weg. Nach 6 Monaten bin ich zu meinem Hausarzt, habe die Schilddrüse kontrollieren lassen. Und es war also wirklich zu nett, weil er also wirklich, er hat auf der richtigen Seite angefangen zu suchen. Rechts, fand nichts, war irritiert. Hä? Überleg, naja gut, dann suche ich halt mal links, hat dann links gesucht und sagt dann, also eigentlich dachte ich ja, die war doch rechts. Musste ich schon lachen. Ich sage, ja, ist schon richtig, die war rechts, aber sie können gerne auch links gucken. Vielleicht entdeckt man da ja auch noch was. Und dann ging er also nochmal nach rechts und hat nochmal gesucht, also da hat er sich wirklich viel Zeit genommen, weil er das ja nicht übersehen wollte, weil er als Arzt natürlich, also er ist ein sehr seiner Verantwortung bewusster Arzt, ganz toll. Auf jeden Fall hat er dann extra lange und intensiv gesucht und den Ultraschallkopf nochmal anders gedreht und nochmal Gel dazu genommen und. Lange Rede, kurzer Sinn, Frau Michel, der Knoten ist weg. Der ist einfach weg. Und ich, ja, sehr schön. Genau das wollte ich hören. Juhu. Und dann, also er, dann ist er natürlich total baff, wieder mal. Und total, irgendwann müssen Sie mir sagen, was Sie machen, Frau Michel. Herrlich. Es ist herrlich. Ja, und so hatte ich auch schon mal ein Impingement-Syndrom in der rechten Schulter. Und das ist natürlich in meinem Job gerade als angestellte Physiotherapeutin gar nicht lustig. In meinem freiberuflichen Business, da geht es eher, da mache ich dann mehr aus der Osteopathie raus, arbeite mehr energetisch. Also da kann ich mir die Arbeit so gestalten, dass ich so eine Schulter schonen kann. Als Physiotherapeutin geht das nicht. Und ich bin eine Herzbluttherapeutin. Ich möchte wirklich für jeden Patienten das Beste rausholen, am besten tatsächlich vollständige Genesung erreichen. Dementsprechend gebe ich da auch ganz schön viel Kraft und Power rein. Und ich bin Rechtshänderin. Also, krank schreiben lassen wollte ich mich ja dementsprechend auch nicht. Das kommt ja gar nicht in Frage. Lange Rede, kurzer Sinn, obwohl ich ja in der Praxis vor Ort alles gehabt hätte, um es mir leichter zu machen, mit Ultraschall. Ich hätte in jeder Mittagspause Ultraschall geben können. Ich hätte jeden Feierabend noch eine zweite Ladung Ultraschall für 10 Minuten dahinter geben können. Weil Ultraschall hilft da tatsächlich sonst sehr gut beim Impingement. Ich hätte mich regelmäßig tapen lassen können von meiner Kollegin, obwohl ich alles hatte und ja auch alles an Übungen kenne und weiß, habe ich nichts dergleichen gemacht. Ich habe mir nur wieder dieses innere Bild vor Augen geholt von einer anatomisch perfekten Schulter mit Muskulatur, Sehnen, Kapselverlauf, Nervenverlauf, Blutgefäße, alles was dazugehört. Und habe wieder mit Affirmationssätzen gearbeitet. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja, dank dessen, dass ich jeden Tag voll in der Arbeit war, hat es 9 Monate gedauert. Aber Ergebnis zählt. Schulterschmerzen wieder weg. Schulter wieder okay. Alles wieder gut. Kann man hinkriegen. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, dieses Video ist euch am besten
die Inspiration eures Lebens mit diesem Video, wenn es euch jetzt klar wird, ihr könnt alles, jetzt muss ich wieder aufpassen, in Deutschland darf man das nicht sagen. Wenn ihr irgendwie erkranken solltet, glaubt daran, dass es möglich ist, vollständig zu genesen. Das ist jetzt ein bisschen vorsichtiger formuliert. Findet euch in dieses Thema ein. Findet euch in euch ein, in eure Seele, in eure Kraft, in eure Uressenz, in die pure Energie, die ihr als Seele seid. Unendliche Seelenenergie mit aller Kraft, die ihr braucht, für was auch immer in eurem Leben. Ihr seid energetisch daueraufgeladen und selbst wenn ihr das Gefühl habt, boah, jetzt seid ihr völlig Batterien leer, dann könnt ihr euch problemlos jetzt sofort auf dem Punkt in dieser Sekunde, könnt ihr euch alles an der Energie, was ihr braucht, aus dem göttlichen Universum zu euch holen. Und das trifft eben auch für eure Selbstheilungskräfte zu. Wartet mal ganz kurz, damit ich hier jetzt keinen Schmarrn zusammenlaufe, weil da vorne ist eine Straße. Zwockel, komm, wir gehen noch mal ein Stück. Wichtig ist, dass ihr euch da bitte nicht selber etwas vormacht, indem es nur ein Lippenbekenntnis ist. Ja, ja, und ich glaube da ja dran und ja, ja, ich bin überzeugt davon. Und in eurem Kopf rennt was ganz anderes durch die Gedanken. Ne? Also da seid bitte offen und ehrlich euch selbst gegenüber. Schaut euch das komplett authentisch und wahrhaftig an. Was denkt ihr wirklich? Was fühlt ihr wirklich? Wie steht ihr zu diesem Thema? Wie kommt ihr da rein? Wie könnt ihr euch da drin immer besser festigen, stärken, das in euch annehmen, Erkenntnisse gewinnen und es zu einer inneren Weisheit werden lassen? Das ist der große Punkt. Ihr werdet da einen Wahnsinnsweg hinlegen, denn jede Erkenntnis, die ihr gewinnt, wird euer Bewusstsein erweitern, erweitern, erweitern. Also da seid ihr auch voll in dem Prozess drin, der neuen Zeit, des goldenen Zeitalters. Und die geistige Welt sagt es. Ich formuliere es jetzt mit den Worten der geistigen Welt. Das ist die Idee. In Zukunft wird vollständige Heilung möglich sein für alle Krankheiten. Und wenn du dementsprechend schon präventiv denkst und fühlst, wirst du erst gar nicht krank, sondern kannst vollständig gesund bleiben. Denn auch diese Geschichte, dass manche Seele sich eine Krankheit in diesen Lebensplan mit hineingelegt hat, um aus dieser Krankheitssituation heraus eben bestimmte Dinge zu erfahren, zu erleben und zu lernen, kennenzulernen und daran zu wachsen, zu reifen. Auch diese Geschichte wird ab jetzt für die kommenden Generationen aufhören. Also die Babys, die jetzt geboren werden, sind Kinder der neuen Zeit, die diesen womöglichen Seelenaspekt des Lernens, Wachsens, Erfahrens und Kennenlernens über eine Krankheit schon gar nicht mehr in ihren Plan mit reinnehmen. Der wird nicht mehr gebraucht. Das wird jetzt einfach unwichtig, weil sich andere Parameter ergeben werden. So. Der Hund weiß schon, dass es jetzt doch langsam Richtung nach Hause geht. Der ist den ganzen Weg jetzt gar nicht mehr hinterhergetrabt. So, jetzt blendet euch wahrscheinlich wieder die Sonne. So machen wir's. So, meine Lieben. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es inspiriert euch.
Ich hoffe, es bringt euch auf den allerbesten Weg für euch, für euer Leben, für eure Lieben. Teilt es gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Kommentar da oder einen Daumen hoch, das würde mich super riesig freuen. Ich drücke euch und umarme euch. Fühlt euch gesegnet, meine Lieben, meine wundervollen Seelen. Genießt euer Leben, rockt euer Leben. Ihr seid der Schöpfer und der Meister eures eigenen Lebens und eurer Gesundheit. Pfiat's euch, bis zum nächsten Mal.